Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Habt ihr euch schon mal gefragt, was ist die richtige Menge an Internet-Highspeed-Volumen auf meinem Handyvertrag? Wenn ja, dann seid ihr hier richtig, also dranbleiben. Also erstmal, die richtige Menge an Internet gibt es natürlich nicht. Letztendlich ist das natürlich absolut nutzerabhängig, wie viel ihr wirklich braucht und natürlich auch, wie leidensfähig seid ihr oder wie viel Geld wollt ihr sparen. Da spielen natürlich mehrere Faktoren auch eine Rolle. Aber wenn ihr euch schon mal gefragt habt, wie viel sind denn jetzt überhaupt 200 Megabyte oder reicht mir das, da möchte ich da hier kurz drüber sprechen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen Tarif mit 200 Megabyte nehmt, dann ist das wohl eher ein Tarif für wenig Surfer. Also 200 Megabyte nehmen wohl eher die Leute, die absolut auf den Preis achten, denen also Internet quasi weniger wert ist, als 10 Euro mehr für das Telefon zu bezahlen. Und das reicht für wenig Surfer. Es ist also so, dass bei 200 Megabyte WhatsApp zum Beispiel super funktioniert, aber halt eher mit Textnachrichten und vielleicht 1-2 Bilder im Monat. Na gut, also es sind umgerechnet schon ein paar mehr Bilder, aber so von der Menge ist es auf jeden Fall für wenig Surfer. Ein Bild bei WhatsApp, um das Thema nochmal aufzugreifen, ist ungefähr einen halben Megabyte groß. Also WhatsApp, wenn man da ein Bild hochlädt, dann sorgt WhatsApp schon dafür, dass das eine kleinere Größe bekommt als das Originalbild. Das heißt, wenn so ein Foto also jetzt einen halben Megabyte groß ist, dann kann man mit 200 Megabyte natürlich rechnerisch auch 400 Bilder verschicken. Aber dann ist halt wirklich kein Platz mehr für irgendetwas anderes. Also 200 Megabyte für wenig Surfer. Die Verträge, die so bei 500 oder 750 Megabyte losgehen, die sind dann eher für die Leute, die schon etwas mehr surfen, die sich auch bei WhatsApp quasi bewegen und schon mal mehrere Bilder verschicken. Für viele Fotos ist das auf jeden Fall das Richtige. Da ist die Grenze halt immer noch beim Videoschauen. Das heißt, wenn ihr halt viele Links zu YouTube bekommt, meine Videos zum Beispiel unterwegs gucken wollt, dann sind die, da ich ja auch in einer sehr hohen Auflösung die Videos auf YouTube bereitstelle, verbrauchen die halt schon sehr viel Speicher. Also müsst ihr da zumindest vorsichtig sein, wenn ihr auch irgendwelche Backups macht oder Updates macht, dann solltet ihr schon zusehen, dass ihr bei einem Volumen von 500 Megabyte zumindest euch dann, wenn es um größere Datenmengen geht, wenn ihr es quasi provoziert, dass ihr mehrere Megabytes jetzt über den Ether bringt, dann solltet ihr zusehen, dass ihr am WLAN angemeldet seid. Bei einem Gigabyte, anderthalb Gigabyte, kann man sicherlich schon von einem Viel-Surfer sprechen. Da ist auch ein Update einer Software im Grunde kein Problem. Man kann im Grunde alles über das Internet machen, also auch alles über das mobile Internet machen. Die Grenze bei einem Gigabyte ist höchstens bei exzessivem Videogebrauch, wie zum Beispiel, wenn man seine Serie über irgendwie Amazon Prime oder andere Videoportale wie Netflix, Spotify oder sonst irgendwas hören möchte. Spotify ist übrigens tatsächlich noch ein gutes Thema. Witzig, dass mir das einfällt, weil in dieser Sekunde denke ich drüber nach. Spotify hat, glaube ich, keine Filme. Ich bin nicht bei Spotify. Hat keine Filme, aber halt Audio-Streams. Und Audio-Streams sind natürlich auch noch ein Thema, denn Audio-Streams verbrauchen schon auch natürlich Megabytes, aber deutlich nicht so viele wie Videos. Wenn man eine halbe Stunde Internetradio hört, dann verbraucht das ungefähr 50 Megabyte. Das heißt, mit den 200 Megabyte seid ihr natürlich wirklich schlecht bedient, wenn ihr dann Radio streamen wollt. Wenn ihr aber einen 500 Megabyte Tarif habt und nur gelegentlich irgendwie mal Audio streamt, dann könnte das zum Beispiel schon reichen. Oder einige Anbieter bieten euch auch die Möglichkeit, dass ihr die Audios vorher runterladet auf das Handy und die dann offline hört.
alles, was mehr als 2 Gigabyte bietet, also alle Verträge, die mehr als 2 Gigabyte Highspeed-Volumen bieten, die sind wohl eher für Field-Surfer. Und diese Field-Surfer, die machen dann im Grunde auch die Erfahrung, zu Anfang reichen 2 Megabyte und dann irgendwann ist das Surfverhalten halt doch immer größer und steigt dann auf 3, 5 oder 10 Gigabyte. Aber da sind wir durchaus auch an einer Stelle angelangt, wo die Leute sich eigentlich nicht mehr fragen, Mensch, reichen mir nun 200 Megabyte oder nehme ich doch lieber 500 oder 1 Gigabyte? Sondern da sind wir in einem Bereich, dass da wohl die Nerds wie ich unterwegs sind, dass wir sagen, ja okay, ich habe halt einen Verbrauch von 30 Gigabyte im Monat. Irgendwo muss ich die natürlich auch herholen. Man ist da auf der sicheren Seite. Wie gesagt, mit dem Geld, das kann natürlich auch eine Entscheidungshilfe sein. Wenn ihr also sagt, okay, lieber verzichte ich auf den ein oder anderen Download unterwegs oder ich verzichte darauf, zum Beispiel zu navigieren. Das kann ich auch nochmal sagen, mit einem 200-Megabyte-Vertrag kann man nicht navigieren. Wenn ihr da also drauf verzichtet, dann könnt ihr natürlich lieber Geld sparen. Meine persönliche Meinung ist da halt, ich gebe lieber 10 Euro mehr dafür aus, dann habe ich einen Puffer und muss nicht ständig drüber nachdenken. Das ist sicherlich finanziell unvernünftig, aber auf jeden Fall habe ich dann, also ich denke über nichts mehr nach, weil ich genau weiß, okay, es kommt der und der Preis und es wird immer reichen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ich hoffe, ich konnte ein paar Denkanstöße geben. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben und teilt das Video an eure Freunde, weil vielleicht ist da noch jemand dabei, der sich genau die gleiche Frage gerade stellt und euch super dankbar ist, dass ihr das Video geteilt habt. Außerdem kommen meine Videos dadurch etwas mehr in die Welt hinaus, also ich danke euch im Voraus. Wenn euch meine Videos generell gefallen, dann abonniert meinen Kanal gerne, weil dann werdet ihr jedes Mal informiert, wenn ein neues Video hochgeladen wurde und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Wenn euch dieses Video gefallen hat, nee, gar nicht wahr. So wollte ich nicht anfangen. Warte. 3, 2, 1 und los. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ich hoffe, ich konnte ein paar Denkanstöße geben. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben und teilt das Video an eure Freunde, weil vielleicht ist da noch jemand dabei, der sich...